Wir sind heute hier im Wiener Stadtpark im Anti-Corona-Maßnahmen-Camp, also mit dem Camp, dass sich die Aktivisten, die gegen die Corona-Bestimmungen aufstehen und protestieren. Und ich habe da die Maria Theresia, eine Aktivistin da. Kannst du uns ein bisschen was sagen zur Lage der Nation und zu deiner persönlichen Lage in dieser sogenannten Krise? Die Liebe siegt immer, der Hass aber nimmer. Wer die Angst schürt, ist wie den Teufel im Bunde. Wen aber die Liebe berührt, geht niemals vor die Hunde. Der erste Satz ist von Franz Josef Strauß und der zweite von mir. Der zweite von dir. Also wie stehst du zu der ganzen Corona-Politik in Österreich? Wie betreffen die Maßnahmen und wie stehst du zu den Maßnahmen? Und was wünschst du dir für die Zukunft? Ich will, dass alle gleich behandelt werden. Alle. Und ich berufe mich auf Artikel 1 Bundesverfassungsgesetz. Das Recht geht vom Volk aus. Dann berufe ich mich auf den Artikel 5 BVG, dass kein Mensch diskriminiert werden darf, egal ob Hautfarbe und so weiter und so fort. Und dass wir frei atmen, weil Gott gab mir den Atem und kein Politiker. Und wer immer unseren Atem wegnehmen will, der bekommt es millionenfach zurück. Amen. Gut, gut gesprochen. Wie geht es dir privat und so mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen? Wirst du da in deinem Leben massiv eingeschränkt? Wirst du unterdrückt? Wirst du diskriminiert? Fühlst du dich diskriminiert? Zum Teil ja. Zum Teil ja. Nur baue ich meinen Schutz auf und ich gehe ohne Maske in die Straßenbahn, aber ich fahre nicht mit der U-Bahn, weil dort unten werde ich belästigt nach Strich und Faden. Und das habe ich nicht notwendig. Ich kann auch zu Fuß gehen. Ich bin Gott sei Dank gut zu Fuß. Ich wollte einmal Essen besorgen, wollten sie mir rausschmeißen. Ich habe sie dann auf einen bestimmten Paragrafen verwiesen. Die haben mich gut geschaut und sind gegangen. Was sagst du zum Zustand der Demokratie in Österreich? Haben wir überhaupt noch Demokratie? Und wie schaut es aus mit unseren Grundrechten und so weiter? Ja, wir haben eine sogenannte Demokratur. Eine Demokratur? Ja, beziehungsweise es ist an der Grenze zur Diktatur. Und denn das Volk muss aufstehen. Wir bezahlen den Ganzen, wir bezahlen die Politiker, sind unsere Angestellten. Und wenn jemand eine Firma hat und ein Angestellter funktioniert nicht, wird er hochkantig gefeuert. Und genauso, und die Politiker sollen gefälligst mir das Geld zurückgeben, was sie mir schulden. Und beziehungsweise wegen der ganzen Bevölkerung. Ich sehe nicht ein, dass Politiker über 8.000 Euro 14 Mal im Jahr kassieren und nichts für uns tun. Ich muss mit ein paar Netz auskommen, bin Invalide zu 50% und mach was. Und die sogenannten Gesunden, wo sind die? Die Gesunden müssen für uns da sein, aber nicht umgekehrt. Was wünschst du dir für die Zukunft und für Österreich? Ich bestelle mir für die ganze Welt Freiheit, Frieden und Gesundheit. Dass alle Menschen aufstehen auf der ganzen Welt. Wir werden von gewissen Mächten kontrolliert auf der ganzen Welt, dass alle Menschen aufstehen. Nicht nur für Österreich, sondern ich bin Erdenbürgerin, zufällig in Österreich geboren, beziehungsweise in Wien, aber ich erblickte an einem bestimmten Tag das Licht der Welt und nicht das Licht von Österreich oder von Wien, sondern das Licht der Welt. Also es geht um alle Menschen, es geht um einen ganzen Planeten, es geht um einen Krieg gegen die gesamte Menschheit von irgendwelchen Kräften, die uns nicht gut gesinnt sind und die unsere Freiheit und unseren Frieden und unsere Gesundheit nehmen wollen. Gut, danke für dein Statement. Und eines noch, es geht um alle Lebewesen auf dieser Erde, um alle. Es geht um die Pflanzen, Tiere, Menschen und so weiter und so fort. Gut, super, danke für deinen Einsatz. Bitte, danke.
Also wir sind hier im Anti-Corona-Maßnahmen-Protestcamp im Stadtpark und da wird heute eine Demonstration auch durchgeführt, ein Demonstrationsspaziergang. Und die Jenny hat das organisiert. Jenny, kannst du uns das Programm für heute sagen? Ja, also wir gehen jetzt los vom Stadtpark zum äußeren Burgtor, Heldenplatz, Ballersplatz, dann die Michaeliplatz, dann runter zum Stephansplatz, Schwedenplatz und ja, dann wieder retour zum Stadtpark. Und das ist eigentlich eine ganze Innenstadtrunde, die wir jetzt dann machen. Wir haben Fackeln, wir haben Trommler, wir haben Plakate und so weiter. Wir sagen was durch, wir haben Flyer für diese Aktion. Wir werden das schauen, dass wir da jetzt wirklich Flyer angängen heute auch. Und natürlich unsere üblichen Sprüche. Wie ist das? Ist das jetzt regelmäßig geplant? Kannst du gleich einen Ausblick für die Zukunft? Ja, also ich habe jetzt einmal angemeldet für Samstag. Also jemand anderer hat angemeldet für Samstag. Sonntag werden wir das auch machen. Und ab Montag ist es so, dass ich dann eine Besprechung habe mit dem LVD. Da kann ich erst dann ab Donnerstag wirklich fix, und das ist dann halt wirklich für die ganze Protestzeit, wo ich dann da bin. Also das wird dann für die ganze Saison praktisch angemeldet. Am Samstag, wann, um wie viel Uhr wird das stattfinden und wo trifft man sich am Samstag? Immer 17.30 Uhr hier im Stadtpark beim Denkmal Andreas Zelinka. Da ist der Treffpunkt. Abmarsch ist 17.30 Uhr und da ist ganz normal angemeldet. Wir werden verschiedene Sachen machen, also nicht immer Fackelzug oder sonst was, sondern einmal nehmen wir vielleicht Trillerpfeifen, einmal nehmen wir vielleicht verschiedene Plakate mit. Einfach, dass ein bisschen eine unterschiedliche Tour ist, dass man einfach weiß, okay, vielleicht Informationsbroschüren und so weiter, dass halt einfach die Leute auch wirklich sehen, okay, was ist da, was gibt's da und ja. Gut, Jenny, danke für deinen Einsatz. Wir werden weiter berichten und wir werden das dokumentieren. Bravo Österreich aus dem Stadtpark. Danke. Danke. Person, wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, dann greift einer auf getrosten Mutes in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte, die dort oben hangen, unveräußerlich und unzerstörbar wie die Sterne selbst. Der Urstand der Natur kehrt wieder, wo der Mensch dem Menschen gegenübersteht. Als letztes Mittel, als allerletztes Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, dann ist ihm das Schwert
gegeben. So, Freunde. Der Güterhöchste dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen für unser Land, für unseren Weibern, unseren Kindern. Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt, bei allen Völkern, die dort unter uns hausen, schwer atmet in den Qualen der Städte. Lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern und Schwestern. In keiner Not uns trennen, noch in Gefahr. Wir wollen frei sein! Wir wollen frei sein, wie es die Väter waren. Lieber den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Freiheit für Österreich! Freiheit für alle Menschen! Freiheit für alle! Österreich ist frei! Österreich ist frei! Österreich ist frei! Das System kurz noch immer existiert, und zwar jetzt in der Form des Herrn Schallenberg, der es nicht lassen kann, die Bevölkerung herunterzumachen, zu beleidigen und zu spalten! Als Tiere sozusagen noch zu bezeichnen, wo man typisch welche anziehen muss und selbstverständlich durch seine Aktionen dann das Volk weiter spaltet und gegeneinander Front macht. Und genau deswegen stehen wir hier, sehr geschätzte Damen und Herren. Nein zur Spaltung! Nein zur Spaltung! Nein zur Spaltung! Nein zur Spaltung! Müsste man ja von Herrn Schallenberg erwarten können, da er ein, wie soll ich sagen, schon, sagen wir so, aus einer eher altwürdig gedienten Familie kommt, dass er vielleicht mit etwas mehr Verstand ausgestattet ist als sein Vorgänger. Und genau das können wir hier nicht bestätigen. Das ist unsere Meinung so. Vor allem unsere, ganz speziell, weil der Herr Schallenberg könnte ja aus den Fehlern des Herrn Kurz gelernt haben. Und das hat er nicht gemacht. Genauso wie unser sehr geehrter Herr Turnpatschen, Gesundheitsminister. Naja, sehr geschätzte Damen und Herren, der letzte Gesundheitsminister war halt ein Lehrer. Da hat man nicht mehr erwarten können. Aber der jetzige Gesundheitsminister weiß zum Beispiel nicht einmal oder hat das nie gelernt, dass irgendwann einmal alles, was man da als Impfung verabreicht bekommt, was in Wirklichkeit ja nur Gentechnik-Experiment ist, auch irgendwann mal in die Blutbahn übergehen könnte. Also ich bin sehr enttäuscht, dass das so gekommen ist, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der noch weniger weiß im Prinzip als den, den wir schon hatten. Und deswegen, nein zur Spaltung! 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 Super, also sehr herzlichen Dank. Also das funktioniert schon ganz toll. Wir sind also innerhalb kürzester Zeit eingespielt, was man von der Regierung und dem Landeshauptmann nicht sagen kann. Stopp die Verfassungsbrüche! Stopp die Menschenrechtsverletzungen! Getäuschte dieser Erde, die stets man zum nasken Tag entzwingt, das Recht wie Blut im Grat der Herde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Panikmachern, Herr der Sklaven stehe da.
Gesellschaft zu sein, wollen wir nicht länger mündig zu werden, stehen wir auf. Jetzt alle zusammen. Völker, hört die Signale aus dem letzten Gefecht. Corona ist eine Lüge, die Seuche ist nicht echt. Kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch der Tribun uns vom Corona-Wahn erlösen. Das können wir nur selber tun. Leeres Wort, die bürgerlichen Rechte, leeres Wort, das Grundgesetz. Unmündig macht man uns zum Knechte, die Schwach zu sühnen, stehen wir auf. Alle zusammen, Völker, hört die Signale auf dem letzten Gefecht. Corona ist eine Lüge, die rauben uns das Menschenrecht. Völker, hört die Signale auf dem letzten Gefecht. Corona ist eine Lüge, die rauben uns das Menschenrecht. In Stadt und Land, die armen Leute, sind wir. Die Panikmacher Schipperseite, von Angst befreit sind wir durchs Land. Freifahrt den bürgerlichen Rechten, Freifahrt der Demokratie. Wir stehen auf, sind nicht weiter Knechte. Ja und wieder bekommen sie uns nie. Hurra! Völker, hört die Signale auf dem letzten Gefecht. Corona ist eine Lüge, die Seuche ist nicht weg. Völker, hört die Signale auf dem letzten Gefecht. Corona ist eine Lüge, die rauben uns das Menschenrecht. Das ist eine Stehenschön.